Cancel Culture. Den Begriff Cancel Culture verbinde ich mit nicht gezeigter und deshalb auch nicht sichtbarer Kultur. Daher finde ich es auch problematisch, wenn er von Menschen oder Institutionen für sich beansprucht wird, die eben keiner unterrepräsentierten, marginalisierten Kultur angehören. Sie verdrehen damit seine eigentliche Bedeutung und sehen sich selbst als Opfer, deren Meinungs- und Redefreiheit in Gefahr ist. Und dabei äußern sie sich auf vielen Kanälen in den Mainstream-Medien oder öffentlich-rechtlichen Sendern munter weiter. Von Canceln kann also in diesen Fällen nicht die Rede sein. Vor allem nicht, wenn Kritik aufgrund sexistischer oder rassistischer Äußerungen zu einer Auseinandersetzung mit den Inhalten führt und manchmal eben auch zu einer berechtigten Sendepause. Denn solche Äußerungen sind keine Meinung, die wir tolerieren sollten. Diese Kritik an menschenfeindlichen Äußerungen war nicht immer so laut zu hören, aber sie wird zum Glück immer lauter, seitdem wir uns vernetzen und uns gegenseitig empowern. Und das ist auch gut so.